Das hier ist ein Experiment. Seit Herbst 2022 reden Evie und Nessie bei uns auf Twitch jeden zweiten Dienstag über die Lore von DSA. Bisher sind diese Talks 1:1 ungeschnitten auf dem Nebenkanal gelandet, wo wir auch die allermeisten unserer Let's Plays archivieren, weil wir gemerkt haben, dass zu viel Live-Content auf dem Hauptkanal den aufwendig vorproduzierten Content ein wenig untergehen lässt. Daher wird Staffel 2 von Worldbuilding mit Thomas Römer auch dort landen. Wir haben uns aber gedacht, DSA-Talks sind ja schon eigentlich etwas, das nach Hauptkanal klingt, nur nicht unbearbeitet. Darum gibt's hier mal einen Testlauf. Diese Folge ist entschlackt und aufs Wesentliche gekürzt. Ist das die Mühe wert, damit das Format auf dem Hauptkanal bleiben kann, oder doch lieber ungeschnitten ins Live-Archiv? Oder sollen wir es als Podcast in unserem Podcast-Format Orkenspalter TV Labert archivieren? Oder beides, oder alles drei? Eure Meinung ist uns wichtig, bitte sagt uns in den Kommentaren Bescheid. Und hier ist Folge 1 vom DSA-Dienst-Talk mit Evie und Nessie. Wir machen heute etwas ganz Besonderes. Es ist dienstags und das ist ja quasi der dank Nessie, nicht zuletzt dank Nessie, der DSA-Dienstag. Nachdem es der Drakensang-Dienstag war, der auch ein DSA-Dienstag eigentlich ist. Und in der Regel ist es jetzt aktuell gerade Nordland-Trilogie-Dienstag. Also, welchen machst du gerade? Den ersten? Den ersten. Genau, ganz retro. Ja, super retro. Retroer geht's, glaube ich, gar nicht, was DSA angeht. Aber ich sag mal so, ich habe das mal beruflich gemacht. Ich habe mich offiziell so zwischen 40 und 80 Stunden die Woche mit DSA beschäftigt. Eben. Wir möchten heute mit euch, liebe zukünftige Mitgläubige, über den Namenlosen reden. Und ja, warum der Namenlose? Ich weiß nicht. Also man kann es ja schon so dem Titel entnehmen, wie wir diesen Chat benannt haben. Wir sind da nicht ganz unvoreingenommen. Der Titel ist Wurzel allen Übels oder der Unverstandene. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute so ein bisschen auseinandersetzen, weil der Namenlose, für alle, die kein DSA kennen, ich denke nicht, es hat jemand eingeschaltet, der kein DSA kennt, aber nur für den Fall. Es gibt diese Welt, Aventurien, und da gibt es 12 Götter, die sind sehr mächtig und sehr gut, oder zumindest waren sie mal so designt, dass sie sehr mächtig und sehr gut sind. Und die hatten einen bösen Widersacher, den 13., auch der namenlose Gott genannt. Und genau über den wollen wir hier heute reden. Also das ist alles fiktiv, es ist keine echte Religion, ihr müsst nichts mitmachen, nichts abonnieren. Es würde uns aber trotzdem total freuen, wenn ihr das ohnehin schon tut, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Orkenspalter TV abonnieren bei Twitch. Ja, also, ja, genau. Das ist schon auch eine gute Idee. Ihr müsst auch keinen Finger opfern oder euren Schatten. Ja, also wir sind da total, das kostet euch wirklich gar nichts. Und falls ihr doch die ein oder andere Dukate übrig haben solltet, wir freuen uns auch wahnsinnig über Unterstützung auf Patreon. Generell. Und wir freuen uns auch über Liebe, Anerkennung und Liebe so. Und Anerkennung ist sehr, sehr gut, ja. Ja, das ist auch gut. Nehmen wir alles. Spoilerwarnung möglicherweise. Mhm, genau. Wir gehen hier ans Eingemachte. Also so richtig tief. Ja, ich versuche tatsächlich, oder also ich versuche tatsächlich nicht den Ausgang von irgendwelchen Abenteuern zu spoilern oder so. So weit geht es nicht, aber sehr vieles, was man halt eben über den Namenlosen weiß, ist Meisterwissen, und ich glaube, das wäre super schwierig, das zu trennen. Oder wir würden einfach einen sehr, sehr kurzen Stream haben, wenn wir hier nicht spoilern würden. Deswegen keine Angst, wir verraten nicht gleich weltumspannende Verschwörungen am Anfang. Aber es kann durchaus der eine oder andere Spoiler droppen. Das heißt, wenn ihr Spielleitung seid, ist das sowieso egal. Und wenn ihr Spielende seid, dann trennt einfach das Wissen, was ihr habt, von dem eures Charakters. Und alles ist gut. Wie gesagt, wir haben diesen Kontinent Aventurien. Wir haben diese 12 Götter, die gut und toll sind und alle unterschiedliche Aspekte vertreten. Und dann hat man halt irgendwie so den einen miesen Gegenspieler, der irgendwann kosmisch so richtig verkackt hat. Und das ist der Namenlose. Und ich habe mir mal angeguckt in Vorbereitung dieses Streams, wie ist der eigentlich so erwähnt worden, als es losging mit diesem Spiel so langsam. Und dann habe ich festgestellt,
den gab es aber gar nicht. Den gab es gar nicht, ne? Also der wurde gar nicht erwähnt, also genauso wenig wie die anderen Götter tatsächlich. Also wenn man in den DSA-1-Sachen damals guckt, da standen irgendwie nicht so wirklich 12 Götter drin. Also so dieses ikonische, die 12 zum Gruße oder sowas gab es gar nicht. Mhm. Und über die Welt stand da generell sehr, sehr wenig. Das kam erst später so wirklich dazu. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, ja gut, wann kam der denn so das erste Mal vor? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die erste Erwähnung gefunden habe. Es gab dann später auch noch DSA 1, das ist das Abenteuer-Ausbauspiel. Das war so diese Box mit mehr Infos, mehr Heften, mehr Regeln und vor allem mehr über den Hintergrund. Und darin gab es tatsächlich einen Band, Völker, Mythen, Kreaturen oder irgendwie sowas hieß der. Und der hatte tatsächlich die Götter drinne beschrieben mit so einem an die, ja, so klassisch griechische oder römische Mythologie erinnernden Fresko, wo die Götter abgebildet wurden. Sah auch alles ja so sehr irdisch nach irdischer Mythologie aus. Und da wurde auch der Namenlose das erste Mal erwähnt. Und ich zitiere das gerne mal. Also da sind halt diese Abschnitte, da wird beschrieben, so quasi von Praius bis Raya, also so dem aventurischen Jahr folgend. Und dann kommt da dieser wunderschöne Satz. Der Gott ohne Namen gehört nicht zu den 12 Göttern, er ist vielmehr deren größter Widersacher, dessen Ziel es ist, die 12 Götter zu vernichten und allein zu herrschen. Und dann steht da noch, über ihn und seine Anhänger ist nichts bekannt. Von ja, wann ist das? Das ist von 1985. Okay, ja, also ziemlich, ziemlich am Start dann. Das war noch ziemlich früh, aber ich meine, das ist jetzt nicht so die Mega-Information, oder? Also nee. Ich meine, man kriegt schon die Information, okay, das sind die Götter und das ist quasi so der, der querschießt, aber über ihn und seine Diener weiß man nichts. Und ich schätze fast, dass das bestimmt Fragen aufgeworfen hat damals. Müssen wir mal an Werner fragen. Ob er da noch was weiß. Also Werner Fuchs ist Miterfinder von DSA und tatsächlich ja leider der Einzige, der noch so wirklich bei allem dabei gewesen ist. Die anderen sind leider alle schon verstorben. Wobei die Ina Kramer könnte das eventuell auch noch wissen. Die steht zumindest auch in diesem Buch und hat das mit illustriert. Und naja, aber auf jeden Fall mehr steht da auch sonst so nicht. Man weiß wirklich zwei Dinge. Oh, die müssen sehr geheim agieren, das kann man da ja quasi rauslesen. Mhm. Und, oh, das ist ein richtig fieser Möb. So, weil einer gegen 12, der muss schon was können. Ja. Also das ist so das, was man sich da halt so irgendwie raussuppen kann. Und das war es dann auch. Und das war es auch relativ lange dann an Infos. Bis dann, ich rede jetzt nur von Spielhilfen, also es gab durchaus mal Erwähnungen in einem Abenteuer, glaube ich, zwischenzeitlich. Aber dann ist 1989, ich glaube war es, die Götter des schwarzen Auges erschienen. Und da gab es dann deutlich mehr Info, da hatte er immerhin einen eigenen Abschnitt. Also es gab durchaus dann schon Infos hier und da. Tatsächlich in Spielhilfen, aber hat das wirklich ewig, ewig lang gedauert. Und 85 kamen dann die Götter des schwarzen Auges raus und da gab es dann wirklich das erste, meines Wissens nach, ihr dürft mich super gerne korrigieren, wenn ich da völlig Mist gebaut habe, wirklich dickes, also im Gegensatz zu diesen zwei Sätzen, eine wirklich dicke Portion an Informationen zusätzlich. Und ich habe jetzt hier dieses wunderschöne Lexikon des schwarzen Auges, was damals von Fanpro rausgegeben worden ist. Das ist schon echt cool. Das war so mein Lieblingsbuch. Ich habe das von vorne bis hin gelesen. Das ist 95 rausgekommen. Also zumindest das hier ist die Auflage von 95. Hier steht Namenloser, Semikolon. Die Personifikation des Urbösen als eine einzelne Widersachergottheit, Semikolon. Genauso altehrwürdig wie umstritten, Doppelpunkt. So gibt es wohl tatsächlich mehr als eine Wesenheit, die unter der Bezeichnung Gott ohne Namen verehrt wird und der doch Namen beigelegt werden. So etwa wie der des, Achtung, jetzt wird's spannend, Rattenkindes, des Dämonensultans, des in Schwarz und Purpur verehrten Verführers und andere mehr. Ja, selbst der Drache Pyrdakor der Zwergenmythen oder der Basilisk der satuarischen Überlieferungen werden oftmals mit dem Endpunkt identifiziert.
oder auch verwechselt. Zudem heißt es, diese Wesenheit sei erst aus dem Gyllenland gekommen und werde dort verehrt. Das war der Eintrag. Ist also auch nicht so wirklich lang. Wie bist du ihm begegnet? Wie ich dem Namenlosen begegnet bin? Ich glaube, das erste Mal tatsächlich auf einer Con als Plot bei, als Plot. Und dann fand ich halt grundsätzlich die Geschöpfungsgeschichte von Aventurien immer sehr spannend. Also ich habe einen ziemlich nerdigen Mann und ich bin auch ein bisschen nerdig. Und dann wird mir abends tatsächlich dann ein bisschen was vorgelesen oder eine Geschichte erzählt. Und ich fand dieses super mächtige, diffuse Wesen, was im Hintergrund irgendwelche Fäden zieht, immer sehr spannend. Aber ich habe mich nie wirklich mit damit beschäftigt. Also es war nie so, dass ich mir irgendwie da was angelesen habe. Ich habe auch die namenlosen Lobpreisungen noch nie gelesen. Die wurden ja mal zum Teil runtergeschrieben. Aber so richtig begegnet bin ich ihm tatsächlich richtig eher aus Con als Plot. Und also das ist ungefähr 10 Jahre her. So also am Tisch oder im Lab oder? Im Lab, nicht am Tisch. Also bewusst. Ah, okay, stelle ich mir sehr spannend vor und ein bisschen unheimlich, glaube ich, im Lab. Sehr unheimlich. Also vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass, was ich halt am Namenlosen sehr spannend finde, ist, dass man nie wirklich weiß, ob man ihm jetzt nicht doch in die Hände spielt oder ob man ihn jetzt wirklich, ja, zur Seite getrieben hat. Und wirklich zerstören kann man ihn ja anscheinend nicht. Dementsprechend, weiß ich nicht, gibt es noch Pläne hinter den Plänen und da noch Pläne und Plan 5 und 6 und... Wer weiß. Aber wer also weiß. Das sagt der Chat auch, also sagen auch mehrere Leute im Chat, dass man halt nie weiß, wer hat um wie viele Ecken gedacht oder sind das jetzt die Namenlosen oder sind das nur Minions der Namenlosen oder sind das nur irregeleitete Namenlosen? Und Nico hat ja noch gesagt, er glaubt, seine Erstbegegnung mit dem Namenlosen war damals die Tage des Namenlosen. Ich denke, das teilen ziemlich viele, das war auch meine. Tatsächlich, wir haben dieses Abenteuer gespielt, in dem es ja tatsächlich so um die Tage des Jahres geht, die zu keinem der von den Göttern beschützten Monate quasi gehören. Und ja, das war damals ziemlich High-End-Shit, glaube ich, mich zu erinnern. Also zumindest die Levelangabe damals war sehr großzügig. Und das ist ja auch sehr High-Fantasy, der Namenlose. Also es wird ja im Laufe der Jahre immer mehr High-Fantasy bis hin zur Theaterritterkampagne, wo halt so der richtige High-Fantasy-Stuff dann ja auch... Wo das durchaus uns auch eine Rolle spielt, ja. Mhm. Also man hat den Namenlosen ja tatsächlich, also jetzt insbesondere bei DSA 5, durchaus in mehreren Plotsträngen drin. Und ich versuche jetzt wirklich nicht zu spoilern, aber es spielt halt durchaus Thema in, glaube ich, beiden Kampagnen, die wir jetzt bis jetzt haben. Nicht das Hauptthema, aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ja... Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Screentime bekommen, als er ganz, ganz lange hatte, weil da ist natürlich ja zwischendrin auch einfach jemand gekommen, der auch so ein Oberchabo war, ja, und den man richtig hassen oder lieben konnte, und das war Borberat. Und der hat ja sehr, sehr viel Screentime da abgezogen. Und Achtung, jetzt kommt ein minimaler Spoiler zur Borberat-Kampagne. Ich finde, nach so vielen Jahren darf man das. Also, falls ihr gerade Unsterbliche Gier spielt, haltet euch die Ohren zu und summt. Aber auch da hat der Namenlose ja indirekt seine Finger mit im Spiel. Denn er ist ja derjenige, der Padona gesagt hat, geh mal und mach diesem Borbele einen Körper. Erschaffe ihm einen Körper. Und das ist ja der Grund, deswegen immer weiter summen. Bitte noch nicht zuhören. Als ob ihr mich hören könntet, ne? Das ist ja der Grund für die Vampirplage in Weiden. Und das ist zum Beispiel, Vampire wurden sehr lange bei DSA eigentlich immer dem Namenlosen zugerechnet. Mhm. Jetzt dürft ihr wieder zuhören. Spoiler Ende. Also zumindest zu Unsterbliche Gier. Und ja, Vampire oder auch die Elfenvampire. Wie heißen die? Feyamia. Feyamia, genau. Feyamia? Ich glaube Feylamia, aber sicher bin ich mir nicht. Die sind ja auch vom Namenlosen mit berührt, mit erschaffen worden.
Schnecki, nein, Borbarat und der Namenlose sind nicht das Gleiche. Nein, nein, der Namenlose ist tatsächlich ein Gott und der Borbarat, der wäre gerne ein Gott, der ist aber wenn, dann maximal irgendwie so ein Halbviertel, Dreiviertelgott und einfach nur ein sehr, sehr mächtiger Schwarzmagier und Dämonenbeschwörer und Dämonenpaktierer auch und der Namenlose ist ein Gott. Oder war mal ein Gott. Man weiß es nicht so genau. Ich hatte noch... Halbgott. Ja. Halbgott, sagt Knorke Fallschafter, Sohn des Nandus. Wenn man sagt, dass er der Sohn des Nandus ist, dann definitiv... Dann ist er, ja. Dann definitiv Halbgott. Nico sagt ja, das ist ja leider alles irgendwann mal umdefiniert worden. Ja, wer das wissen möchte, sollte sich die Borbaran-Kampagne durchlesen und die Historia Aventurica. Das ist eine spannende Lektüre, kann ich sagen. Die Historica Aventuria, war das nicht das, was man eigentlich ignorieren Historia. Wollte? Historia, das, ja. Das war das Buch, was tatsächlich einen Rückruf erfahren hat in seiner Erstauflage. Ich habe hier noch eins. Die ist besonders zu empfehlen. Ja, da sind einige Sachen geändert worden in der Neuauflage. Ja, da sind viele gute Sachen drin. Also ich will das Buch nicht komplett verteufeln, aber es sind definitiv auch ein paar Setzungen drin, die finde ich persönlich unglücklich. Und ja, ich habe damals in der Redaktion gearbeitet. Naja, gut. Ich finde sie trotzdem unglücklich. Genau. Wie ist denn der Namenlose eigentlich entstanden? Weiß das jemand im Chat? Na, jetzt Hände an hoch. unsere Spezies. Genau, Hände hoch. Zeigt mal auf. Also ich bin sicher, es weiß jemand. Weißt du es, Nessie? Ich kenne die Schöpfungsgeschichte ja, wie er angeblich entstanden sein soll. Genau, also er ist, es gibt ja die Schöpfungsgeschichte, dass Los und Sumu zwei sehr mächtige Entitäten, bevor es alles gab, noch miteinander rangen. Und genau, der Borbacher hat es schon richtig aus dem ersten Blutstropfen des Los, und zwar Los, tragisch, hat Sumo erschlagen. Sumo lag sterbend da und Los blutete auf ihren Leib. Das klingt alles nicht so lecker. Aber aus diesen Blutstropfen des Los sind ganz viele Wesen entstanden. Und je frischer das Blut war, desto mächtiger sollen die angeblich gewesen sein, weil zum ersten ist es, sind die Götter entstanden, aber der allererste Blutstropfen, der soll so erfüllt noch von Hass und Schmerz dieses Kampfes gewesen sein, dass da der Namenlose rausgetropft ist. Und faktisch danach die 12 Götter. Das heißt, wenn man das für bare Münze nimmt, dann ist er eigentlich der Erste. Der Erste, genau. Und seine Anhänger leiten daraus auch ab, naja, wenn er der Erste war, dann wird er wohl auch der Krasseste gewesen sein. Der Götterfürst, also der Herrscher über die anderen. Der Mächtigste, genau. Das ist eine Theorie, wohlgemerkt, die man inaventurisch auch gerne den Ilaristen andichtet. Das ist so eine, ja, also man könnte sie Verschwörungsgruppierung nennen. Also wie ist der namenlos geworden? Warum hat er keinen Namen? Es gab da mal Beef. So im 5. Zeitalter, glaube ich, war das. Bei den welches Zeitalter ist das, das 5? Das Namenlosen. Also nach der neuen Zählung. Wir befinden uns hier so auf Niveau von Post Historia Aventurica und Hop und auf aventurische Almanach-Basis. Das ist das 5. Zeitalter. Die Zeitalterzählung wurde mal ein bisschen durcheinander gejuggelt. Und das war das Zeitalter des Namenlosen. So richtig krass und gut, und irgendwann hat dann jemand gesagt, so Junge, jetzt reicht es aber hier. Und er hat dann ein Loch in den Himmel gerissen, also in den Sternenwall. Das ist da, wo heute die Sternenlehre sitzt. Und das sind im Prinzip auch, da sind die namenlosen Tage, wenn die Sternenlehre am höchsten steht. Und dann hat ihn da jemand reingefesselt. Also die Götter haben ihn dann da, haben ihm seinen Namen genommen, angeblich der Legende nach, Silbe für Silbe, und haben ihn in die Bresche am Himmel gekettet. Und da ist. Als Strafe dafür, dass er die Sternlehre erschaffen hat? Nö, als Strafe dafür, dass er ja so quasi mächtig war. Der mächtigste Fiese sein wollte. Und, wollte er das denn überhaupt? Naja, er wollte schon die Schöpfung kaputt machen, weil sie ihm nicht so gut gefiel.
Also ich würde schon, also das sagt man zumindest. Das ist ja hier das alles Spekulation. Also er wollte alles neu machen, er wollte einmal komplett aufräumen. Ja, so quasi Tabula Rasa, aber halt schon noch Schöpfung. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Borberat. Bei Borberat wurde irgendwie unterstellt, am Anfang wurde unterstellt, er wollte Schöpfung einfach nur zerstören, weil er ja auch Dämonen dazu genommen hat. Und bei Namenlose sagt man immer, naja, der war ja immer noch ein Gott und Dämonen war so ein No-Go. Aber wenn man den Himmel kaputt macht, um da irgendwie Dämonen reinzulassen, finde ich das jetzt irgendwie auch nicht besser. Also von daher würde ich schon sagen, die sind da so ziemlich on par. Ja, aber genau, er hatte dann keinen Namen mehr. Mit dem Namen oder dem wahren Namen gehen ja auch Dinge einher. Es gibt viele Spekulationen darüber, wie der mal hieß. Oh ja? Oder vielleicht gehießen hat. Offizielle oder inoffizielle? Nein, also aber ganz viel. Und wie hieß er wohl mal? Weiß ich nicht, also die meisten Leute denken sich irgendwelche ganz banalen Namen ein. Also Alrik? Alrik, genau, ja. Oder Prios-to-go-Lösung für alles ist, irgendwo jemanden anzuketten, korrekt. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein sehr bewährtes Prinzip. Funktioniert ja, aber gut. Dadurch, dass er an die Sternenlehre gekettet wurde, wird ja auch verhindert, dass da halt das die Dämonen durchkommen können, ne? Weil das war ja sonst, wäre ja sonst ein Loch. Gibt es denn in der Redaktion einen wahren Namen für den Namenlosen von Nibunin? Tatsächlich keiner, der mir bekannt gewesen wäre damals. Ich weiß, dass Tom Finn immer schöne Vorschläge gemacht hat, zum Beispiel, was der Name des Namenlosen gewesen sein könnte. Und zwar, das ist der Unterstrich Namenlose, das sind genau quasi 13 Buchstaben. Und der hieß wirklich einfach nur so. Vielleicht hatte er nie einen, aber Boron hat dafür gesorgt, dass er es vergisst. War auch eine nette Idee. Und jetzt sucht er die ganze Zeit, oh, hallo Boris. Aber Tatsache ist ja, Magie der Namen, wahrer Name ist in Aventurien definitiv ein Thema. Also auch Djinn und Dämonen zum Beispiel haben wahre Namen, manche Elfen oder auch manche Personen haben wahre Namen, mit denen man sehr, sehr viel Macht, sehr große Macht über sie gewinnen kann. Der Namenlose hat jetzt halt keinen, ne? Der ist unter unterschiedlichsten Namen, wie gesagt, in unterschiedlichen Kulturen bekannt. Wir hatten ja das Rattenkind, der Güldene, dann, ich glaube, im ptolemäischen Bereich ist er auch noch als Iblis bekannt. Und er ist ja auch schon so ein Typ, der, keine Ahnung, sich gerne hinter anderen Kulten verbirgt einfach oder sich auch mal irgendwie einen neuen Namen ausdenkt und sich als Gott oder göttliche Wesenheit verehren lässt. Und in Wahrheit steckt dann aber der Namenlose dahinter. Zum Beispiel in Uturia gibt es auch einen ganz, ganz großen namenlosen Kult. Die Frage ist, die ich mir auch gerne mal stelle, ist der Namenlose denn überhaupt so böse? Die Frage stellen sich wahrscheinlich ziemlich viele Leute. Haben die anderen 12 ihn vielleicht nur beschissen? Das ist so eine meiner Lieblingstheorien. Mhm. Der Schädelgott der Dreidal, genau, das ist ja auch ganz großes Thema in Mairis Padona-Roman. Ja. Ja. Das ist sehr viel namenlos. So Padona und der Namenlose gehen Hand in Hand. Ja, also nein, ja, die haben viel Zeit miteinander verbracht, würde ich sagen. Ja. Also so über die Jahrtausende, die Padona alt ist. Jeskia schreibt, ich glaube ja, der Namenlose ist grundlegend böse. Also es ist ja in Aventurien so, dass wir die direkten Gegenspieler der Zwölfe haben, nämlich die Dämonen, die wirklich so das pervertierte, die pervertierten Eigenschaften der Götter sind. Und es gibt den Namenlosen. Und der Namenlose hat ja, glaube ich, auch keinen dämonischen Gegenspieler. Oder gibt es in Aventurien dann zwei böse Mächte, die Dämonen und den Namenlosen? Oder ist der Namenlose in Wirklichkeit jemand, der alles irgendwie in Lot bringen könnte? Theoretisch gibt es einen Unterschied zwischen Dämon und Gottheit. Also so rein kosmologisch. Der Übergang ist teilweise fließend. Also es gibt zum Beispiel Dämonen, bei denen früher sehr wahrscheinlich ist, dass sie mal Gottheiten waren. Ein Beispiel dafür ist Charybdoros, die Dämonin. Charybdoros, ja. Genau, Charybdoros. Und die war mal oder ist verehrt worden, auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen, aber richtig groß als Charybda, als Gottheit. Und dann ist halt natürlich die Frage, haben die damals einfach nur die Dämonen verehrt oder haben die damals einfach
eine Gottheit verehrt, die damals auch wirklich Karma hatte, weil das ist ja rein regeltechnisch der Unterschied. Dämonen benutzen astrale Kraft oder auch Lebenskraft, um irgendwelche Dinge zu bewirken. Und Götter oder ja, Gottheiten haben Karma-Energie zur Verfügung auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das ist halt die Frage. Also ich kann auf jeden Fall sagen, meines Wissens nach war der Namenlose kein Dämon, sondern tatsächlich ein Gott. Aber ja, ein gefallener Gott. Bei den anderen hätte ich jetzt schon angenommen, dass das durchaus auch, also einige der Dämonen gefallene Götter sind. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, aber ja, ist meine persönliche Meinung. Ist nicht zwingend Redaktionskonsens, aber ich weiß, wir hatten zumindest über solche Dinge gesprochen und fanden. Aber Charybdis ist ja de facto cool. eine gefallene Göttin. Das, genau, ja, Charybdis ist definitiv mal eine Göttin gewesen. Und beim Namenlosen, ja, ist immer die Frage. Und Jessica schreibt, dass er davon ausgeht, dass die Gottheiten durch den Glauben mitgestaltet werden. Du bist, was die Leute von dir denken. Das ist ja teilweise so ein bisschen, ja, auch was die Illyristen predigen oder sagen, was ja irgendwie ganz, ganz böses Wissen ist, dass tatsächlich der Glaube die Kraft auch gibt. Wird jetzt gefragt, gibt es den Namenlosen eigentlich in allen Kulturen Aventuriens? Also, gute Frage, ja. Das ist sehr verbreitet. Also jetzt im Chat wurde schon angeführt, bei den Nivesen gibt es das, bei den Maraskanern gibt es, bei Maraskanern zum Beispiel gilt er als der Bruderlos. Also derjenige, der kein Gegenstück hat, was ganz schlecht ist. Das ist ganz schlecht. Eins ist immer schlecht. Je nachdem, je weiter man nach Süden kommt, also Uturia, ja, da ist der Namenlose definitiv ein Thema und wird auch als legitimer Gott verehrt. Ja. Hat auch eine richtig große Stadt am Start und den Leuten, da ist nicht klar, dass, also wenn man zu denen geht und sagt, hallo, ihr verehrt da gerade das Urböse, dann sagen die, nö, wieso? Nö, ist doch eine super Gottheit, tut richtig was für uns. Ja, ja, der Namenlose hat ja Dinge auf die Erde geschleudert und die dann irgendwie, Cardona ist zum Beispiel die Zunge des Namenlosen. Genau, das ist auch eine, das ist zum Beispiel mythologisch eine der geilsten Geschichten überhaupt. Ich finde das mega, das ist gut. So die Körperteile des Namenlosen, genau, dass die irgendwo auf deren Umkreuschen. Die Augen und des Namenlosen, ganz, ja, den kann man auch begegnen. Ja. Oh. Zu den Augen des Namenlosen habe ich hier noch ein wunderschönes Abenteuerkonzept, was ich irgendwann mal schreiben wollte. Aber ich schreibe ja keine Abenteuer. Nein, nee? Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht arbeite ich das mal für einen Stream aus. Das war auf jeden Fall ziemlich eklig. Ja, eklig, aber genau, die Augen des Namenlosen, die Zunge des Namenlosen, dass er eigentlich überall verpersonifizierte Körperteile hat, ja. Und, eben dann doch seinen Einfluss auf deren zu haben, den er ja in der Sternenlehre nicht haben kann. Nö, der hängt da einfach nur lässig rum und ärgert sich wahrscheinlich jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Wird Tag. Immer schlimmer. Tatsächlich ist es ja so, dass früher die 12 Götter so wirklich so als absolute sauber Personen beschrieben wurden. Ja, also Praios war hart, aber gerecht. Der hat auch noch Hexen verbrannt oder solche Dinge. Rondra war so eine sehr straightforward, hau drauf Göttin, aber irgendwie alle Kämpfenden haben der sie ehrenhafte Kampf. Genau, also es war alles sehr schwarz und weiß damals so in der Urzeit von DSA und genauso schwarz war damals auch der Namenlose gezeichnet, galt als das Urböse, also wie gesagt, auch dass man nicht groß was über ihn verliert, ist es halt tatsächlich so, dass das war schon immer klar, das ist der Gegenspieler. Und als der ist er erzählerisch angelegt. Und ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass mit der Zeit hat sich das so ein bisschen gewandelt und vor allem auch gerade durch diese, ja, recht rare Informationslage, also auch wenn durchaus was über den Namenlosen kam, es war immer wenig und es war immer ein Mysterium und viel davon war für die Spielleitung reserviert. Und die Spielenden haben das immer nur so am Rande mitgekriegt. Ist da ein sehr großes Interesse einfach am Thema gewesen, würde ich sagen. Und dann wurde es ein bisschen viel. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Spielsitzung, wo ich beschrieben habe, wie irgendwie, keine Ahnung, ein Veteran in der Kneipe sitzt und die Heldengruppe kommt rein und dann sofort, der hat ein Auge verloren, das muss ein namenloser Geweihter sein. Ja. Oder, dem fehlt ein Zeh, das ist verdächtig. Und
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer versucht, damit umzugehen, dass ich halt immer gesagt habe, naja, aber wissen denn eure Charaktere das? Klar, ihr als Spieler, ihr wisst das, ihr habt mit fünf Helden gegen namenlose Schergen gekämpft, aber wissen das eure Charaktere auch wirklich? Ist das für die nicht vielleicht normal, wenn, ich meine, ist hier nach dem Krieg, ja, da haben viele Leute irgendwelche Körperteile verloren. Sind die alle verdächtig? Ja. Ist das nicht irgendwie ein bisschen diskriminierend für Leute, die hier irgendwie dem Reich gedient haben? Ja, oder vielleicht einen schlimmen Arbeitsunfall hatten und dann denkst du gleich, oh, Kultist. Ja, also das Spieler ist auf Wissen von Charakterwissen sehr oft passiert. Also es ist tatsächlich, ich spiele meine Reihe Geweihte und habe so mir irgendwie bei Bijou Brigitte so eine ganze Reihe Armbänder gekauft, so dünne, und die hängen mir dann so am Arm. Ich fand die total toll. Und dann sitzen wir da so rum und irgendjemand fängt dann an, meine Armreifen zu zählen, und es waren 13. Ich wusste es nicht, ich habe die einfach genommen und aufgesetzt. Es waren 13 Armreifen, goldene Armreifen. Und er so ganz verträumt tät er so meine Armreifen so. Völlig die Fassung verloren und so, du hast 13 Armreifen. Ich so, ach echt? Nimm den einen Rahmenreifen, stell den auf den anderen Arm. Jetzt sind es nur noch 12. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich, und einfach sagen, ja, manchmal ist auch eine Spinne einfach nur eine Spinne und nicht ein Zeichen dafür, dass man namenlosen geweiht ist. Manchmal ist man ein Chorgeweihter, obwohl das jetzt ja seit der Theaterritterkampagne auch nicht immer nicht so koscher ist, Chorgeweihter zu sein. Scheiße. Aber manchmal ist man vielleicht auch ein Chorgeweihter und kein, ja, wenn dir der Schatten fehlt, dann okay, ja. Auch das könnte ein Zauberpatzer gewesen sein. Das kann auch ein Zauberpatzer gewesen es sein. War sehr wahrscheinlich sogar. Es kam eine Frage im Chat, und zwar Jessica hat gesagt, ich mag die Schiebezeichnung des Namenlosen von Nadine Schäkel im Stil eines Oberschurken mit Katze im Schoß. Und dann kam die Frage auf, ist das ein Manticore oder ein Zand? Ich kann die Frage beantworten. Ich war dabei, als das Bild entstanden ist. Es ist ein Zand. Also so zumindest die ErzschurkInnen haben auch so die Angewohnheit, gerne wiederzukommen, oder beziehungsweise, was natürlich bedeutet, sie müssen einem vorher mal abgehauen sein, oder man hat sie nicht final erwischt, oder man hat den Minion-Schurken erwischt, aber nicht den Oberschurken. Das ist bei Padona so, das ist bei, wie heißt der andere Hommel, falls ihr dem schon mal über den Weg gelaufen seid, Zadig von Volterach, oh, hab ich den gehastelt spielende damals, einfach weil der ständig überall entkommen ist, und selbst wenn du ihn umgebracht hast, kam er danach noch wieder, es war schrecklich. Das erschüttert schon so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit. Ja, und sie tarnen sich auch häufig als andere Geweihte und sind unglaublich charismatisch und erzählen dir Dinge, von denen du die ganze Zeit irgendwie schon wusstest, dass sie dich bewegt haben. Mhm. Also ja, so richtige Augenöffner. Und, genau, so richtige und Augenöffner. Und dann korrumpieren dich aber dabei. Mhm. Das ist halt, das ist, ich meine, klar, also ich würde sagen, es ist eine legitime Taktik, wenn man eigentlich so seit Jahrtausenden nur verfolgt und von allen gebasht wird, ist das eigentlich relativ legitim. Und ich würde einfach sagen, der Namenlose hat halt ganz andere Vorstellungen davon, was die Schöpfung so sollte und könnte. Also definitiv. Wir haben ja noch nicht über Inhalte gesprochen, also für unsere Mitgeschwister im Glauben, die uns hier heute zusehen. Ein Scherz. Es ist keine Bekehrungsveranstaltung. Aber es ist ja tatsächlich so. Nicht? Ich dachte, die ziehen das Ganze sehr subtil auf, sodass sie es nicht merken und dann am Ende. Es ist nicht sehr attraktiv nach außen hin. Also du musst irgendetwas von dir opfern. Ein Körperteil, deinen Schatten, dein Lachen, dein Mitgefühl, irgendetwas körperlich, um quasi so die Ränge als Geweihter, als des Namenlosen aufzusteigen, ist nicht so geil. Das ist gar nicht so geil. Es sind sehr viele Kulthandlungen, egal in welcher Kultur, die mit Schmerz zu tun haben, mit Entbehrung, mit teilweise wirklich psychisch ganz harten Geschichten, wo Leuten gar nichts mehr geglaubt wird oder sie ihr ganzes Leben lang nur belogen wurden, nur um dann irgendwie einen Erwachungsmoment zu haben. Ich weiß, ich hatte vor Jahren, ich glaube, es war der erste oder zweite Kaiser-Raul-Konvent damals, hatte ich einen Workshop gemacht zum Thema namenlose Kulte, wo ich auch mehr oder minder mit den Teilnehmenden so ein bisschen ausgearbeitet habe, wie könnte sich denn ein namenloser Kult präsentieren, so in der Gegenwart, der auch irgendwie attraktiv ist, wo man mitmachen will, wo man
ja, vielleicht auch irgendwie emotional sich angezogen, angesprochen jetzt, fühlt. Also in Aventurien, genau. In Aventurien, nicht in Myrano. Nein. Da gibt es den ja schon. Und der genau, ist nicht attraktiv. Aber genau, da habe ich halt so gesagt, so wie könnte man das machen? Als was ja, könnte oh, der Namenlose auftreten? Erzähl mir mehr. Und die hatten zum Beispiel einen Vorschlag, der da kam, war halt wirklich einen Kult zu machen, der lokal sehr begrenzt ist, aber wo es halt wirklich, keine Ahnung, ich glaube, es war eine Geweihte, in ein Dorf kommt und da in der Region auch wirklich hilft und sagt, das ist ein mitfühlender Gott, aber er fordert Opfer. Und das war zum Beispiel was vom Konzept her sehr, sehr gut funktioniert hat, weil die Leute da, die brauchten Hilfe, sie haben einfach keine Hilfe bekommen von der Obrigkeit, von anderen Kirchen. Und dann kam jemand und diese Frau hat ihnen geholfen. Und das ist halt was, das ist hängen geblieben und die hat nur Gutes getan, nur Gutes und hat aber durchaus auch Dinge dafür verlangt, die vielleicht so über die Grenze des Üblichen hinausgehen, aber die Dörfler waren halt bereit, das zu akzeptieren, damit sie wissen, dass es ihnen gut geht, ihren Kindern gut geht und so weiter. Und wenn man da dann als Heldengruppe reingeht, man kann sich nicht hinstellen, kann den Leuten sagen, ja, also ihr verehrt da den Namenlosen. Nee, die verehren eine Gottheit, die für sie eigentlich nur Gutes getan hat. Ja? Das ist auch so etwas, was mich mal interessieren würde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin sehr Pirenegläubig und dann komme ich später in meinem, wenn ich gestorben bin, komme ich ja in Pirenes Hain und kann da, weiß ich nicht, bis zum Abwinken Äpfel essen, ohne dass mir schlecht wird. Da wird einem ja was versprochen. Da wird ein Paradies im späteren Leben versprochen. Was ist da eigentlich beim Namenlosen drin? Also bis jetzt weiß ich nur, dass man hat sehr mächtige Liturgien, also sehr, sehr mächtige Liturgien als namenloser Geweihter. Und man muss aber sehr viel opfern. Also bis jetzt ist das so, was habe ich davon, dem Namenlosen zu dienen? Naja, also um es ganz platt zu sagen, du tust das Richtige. Du tust das Richtige, die Welt um dich herum ist falsch. Die sollte so nicht sein. Die Götter haben sich die Welt genommen, die ihnen nicht zusteht. Und eigentlich ist derjenige, an den du glaubst, das ist der wahre Herrscher. Und du tust das Richtige. Du bist moralisch so erhaben. Ja? Mhm. Die Opfer, die sind irgendwann zweitrangig. Ja? Sobald du mal was geopfert hast, es fällt mit jedem Opfer irgendwie, es sollte auch nie leicht fallen, aber es fällt leichter mit der Zeit. Ja? Weil du auch Dinge opferst, wie Mitgefühl. Naja, danach ist das mit dem andere Opfer bringen vielleicht auch nicht mehr so schwer. Ja. Und ja, also ich glaube einfach, dass das die wahre Ordnung quasi, die wahre Ordnung genau. Unter dem einen wahren Gott, der alles wieder ins Lot bringt. So ein absolutes Totschlagargument. Schlecht was gegen sagen, ja. Schlecht gegen reden, ne? Genau, hier, One Hand dann sagt, passt es sehr schön zusammen, vielen Dank, mit Geschwister im Glauben. Ja, der Namenlose ist der einzige Gott, alle anderen sind Betrüger, Diebe und Scharlatane. So ist es eigentlich, ja? Mhm. Also, Nibelin sagt, der Kult des Namenlosen ist quasi Verschwörungstheoretik auf Steroiden. Ja, viele standardnamenlose Kulte würde ich genauso beschreiben. Ja, ich wünsche mir aber tatsächlich auch, dass es auch andere gibt, wo das tatsächlich ein bisschen anders ist. Aber so, wenn man einen klassischen namenlosen Kult braucht für so ein schnelles Abenteuer, dreckig zwischendurch, ist das genau super. Ja, dann sind die alle so völlig durch und haben wirklich komische Ansichten von der Welt. Aber sie könnten ja auch recht haben, ne? Also, ja, absolut, natürlich. Sie könnten recht haben. Weil ich meine, also so aus namenloser Logik raus, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, der Namenlose kann ja nicht der mächtigste Gott sein, sonst wird er ja nicht da hängen. Dann kommt der namenlose Kultist und sagt, ja Mensch, aber pass mal auf, ja. Es brauchte alle Götter, um ihn dahin zu bringen, ja. Und regelmäßig passieren immer noch Dinge und seine Diener sind nach all der Zeit immer noch aktiv. Und die 12 Götter, naja, die können ja offensichtlich nicht wirklich was dagegen tun. Ja, also wer hatte hier damals in Alvaran die Hosen oder die Toga oder was auch immer man da halt so getragen hat an, ne? Das ist argumentativ, ist es immer so ein bisschen schwierig. Und während die 12 Götter irgendwie so dieses Einheitskonzept haben, ist er halt einfach immer nur dagegen, ja. Und er ist ja de facto ein Gott. Also ich meine, er spendet Karma, oder? Ja. Ja.
Also, regeltechnisch handelt es sich um eine karmaspendende Entität. Ja. Danke. Identität, ja. Identität und, ist er ja auch. Und das heißt, also regeltechnisch ist das ein Gott, ja. 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 Er ist regeltechnisch ein Gott. Ja. Und also, wie gesagt, ich finde keine unattraktiver. Also gerade so das mit Körperteile abschnuppeln ist nicht so meins. Genau, oder keine Haut mehr. Also ich meine, man sieht sie nicht mehr. Du hast sie noch, aber man sieht sie nicht mehr. Ja, ist nicht so geil. Aber keine Ahnung, sowas. Also die Leute haben die unterschiedlichsten Sachen geopfert bisher. Also wie gesagt, halt ja, Mitgefühl fand ich besonders krass, ja. Mhm. Weil dann zum Beispiel auch du plötzlich gegenüber Menschen, die du eigentlich liebst oder die dir was bedeuten, wirklich einfach nichts mehr empfinden kannst. Ich finde, das ist ein ziemlich hartes Opfer. Oder was auch schon mal hatte, war, jemand hat sein Lachen geopfert. Diese Person konnte nicht mehr wirklich. Ja, oh Gott, wenn ich nicht mehr lachen könnte, das wäre ja furchtbar. Die konnte nicht mehr lachen, aber auch dieses Gefühl nicht mehr empfinden, das du beim Lachen empfindest. Und das sind so Sachen, wo ich dann halt denke, klar, das siehst du nicht sofort, aber diese Leute sind gezeichnet. Also ich meine, wir haben ja gesagt, Wurzel allen Übels oder der Unverstandene. Mhm. Für mich persönlich, ich fände es schön, wenn der Namenlose nicht einfach nur das Böse wäre. Nicht falsch verstehen, bitte. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn der Erzschurke am Ende der Kampagne dasteht und sagt, aber ich hatte so eine scheiß Kindheit. Mann. Ja, da gehe ich. Ja, also ja, genau. Da gehe ich heim. Aber ich finde tatsächlich, es passt in das Narrativ. Also zumindest ich fände, es würde da reinpassen. Wenn was Wahres dran wäre und wenn, aber natürlich ist die Implikation dabei dann sind die 12 Götter halt vielleicht doch nicht mehr die Guten, weil sie faktisch jemanden rausgekegelt haben damals. Die Frage ist dann, okay, die könnten ja einen Grund dafür gehabt haben, dann wären es vielleicht doch noch die Guten, aber ich finde, es ist einfach kein sehr netter Zug, wenn man sowas macht und damit wären sie dann nicht mehr ganz so die sauber Leute. Ich sehe es genauso wie du. Also ich finde schon, man braucht in so einem Fantasy-Setting braucht man das Böse. Aber das machen die Dämonen, finde ich, für mich gerade auch sehr gut. Also ich finde, das sind sehr, sehr, sehr schöne, das ist sehr schön, das Böse. Und der namenlose Gott darf gerne ein bisschen tiefgründiger sein als einfach nur böse. Also ich fände es auch sehr schön, wenn da noch ein bisschen mehr hinterstehen würde, als nur einfach ich bin der böse Gott und ich hasse euch alle und deswegen will ich euch alle zerstören. Also das fände ich schon ganz nice. Also das, was er tut, ist ja zum Teil auch echt schlimm. Also das steht außer Frage, aber ich finde... Der steht, das wissen jetzt viele nicht und ich will auch nicht spoilern, aber der ist verwickelt in einige der größeren Konflikte, der Neuzeit kann man nicht mehr sagen, es ist jetzt auch schon wahrscheinlich so 10, 15 Jahre her, aber es gab immer wieder größere Kampagnen auch, wo es ganz im Hintergrund irgendwie namenloses Wirken gab, was aber teilweise die Heldinnen auch gar nicht rausgefunden haben. Also das war dann teilweise nur eine Info für einen Spielleiter oder es war halt unglaublich schwer, es irgendwie rauszufinden oder es sollte später rausgefunden werden. Vielleicht ist die Welt, nachdem er an der Macht ist, nicht so schlimm, wie sich immer alle ausmalen, aber das, was er tut, um dorthin zu gelangen, ist definitiv schon starker Tobak. Die Frage ist ja auch, was hatte der vorher, was er jetzt dann halt nicht mehr hat? Und also gerade wenn man sich so die Aspekte anguckt und die er mal hatte oder gehabt haben soll, da ist ja zum Beispiel auch Herrschaft dabei. Da ist auch, er wurde der Güldene genannt. Also der ist nicht in Lila mit so Emo-Friese. Ich möchte niemanden hier beleidigen, der genauso rumläuft, ja. Irgendwie vor sich hin gemobbt, ja, sondern das muss mal wirklich eine strahlende Gottheit gewesen sein. Auch Ordnung auch, also Herrschaft und Ordnung auch, das ist auch so seine Aspekte. Und wo sind die Aspekte jetzt gelandet, könnte man jetzt ganz ketzerisch sagen. Ich muss jetzt gucken, dass hier nicht gleich die Bannstrahler vor der Tür stehen oder sowas. Hallo! Ja, wo sind die jetzt gelandet, diese Aspekte? Ich finde die toll, Bei dem Gott mit P! Praios, mit dem auch das Jahr anfängt, der hat diese Aspekte jetzt.
Er ist oft immer gleich eingesetzt worden, so als Schurke oder als Hinterschurke, Schurke hinter dem Schurken, in irgendwelchen Abenteuerkampagnen. Ich finde aber, wo er mir fehlt, tatsächlich ist als, keine Ahnung, namenlose Gewalt, als netter Auftraggeber. Ja, oder so Leute, für die man ein, zwei, drei, vielleicht auch, also könnte ich mir gut vorstellen, vier oder fünf Questen erledigt, weißt du. Und irgendwann dann, und die sind auch gar nicht schlimm, für sich genommen, ja, und irgendwann später findet man dann raus, was man da jahrelang alles getan hat für den netten Kaufherrn aus der Festumer Straße, ja, und dann irgendwann denkst du dir so, oh shit, also sowas würde ich mir wünschen, wenn ich hier schon Wünsche äußern darf, vielleicht hört ja jemand zu, den es interessiert, und ich würde mir generell, und ich bin nicht sicher, warum das noch nicht passiert ist, generell mehr Produkte zum Namenlosen wünschen. Und ich glaube, das würden viele Leute. Und ich So weiß namenlose zumindest, Tassen und namenlose Ohrringe, namenlose, ach nee. das gibt's schon. Das gibt's schon. Weiß. Ich sprach hier von Produkten mit Substanz. Also, Rot. was nicht heißt, die haben wahrscheinlich relativ viel Substanz, so Tassen. Aber ich hatte auch eine namenlose Tasse, aber die ist mir runtergefallen. Ein Band namens Rattenschatten, wo mehr über den Namenlosen drinne stehen sollte, der auch nie erschienen ist und dann irgendwann vom Verlagsplan gestrichen wurde. Oder es gab mal die Idee, einen braunen Band zu machen. Also die braunen Bände waren damals bei DSA 4, das Tractatus Contra Demonis, elementare Gewalten von Toten und Untoten, Ja, wo zu cool. einem Thema ganz viele Ingame-Texte waren und dann auch ein bisschen Regelunterfütterung. Das war meine Idee. Ich weiß aber, also bei uns hat es nie geklappt. Also, und ich war ja eine Weile in der Redaktion. Und es hat einfach nie geklappt. Es war einfach nie Zeit. Es war immer irgendwas anderes wichtiger. Also ich meine, ich finde es ja jetzt schon gut, dass man jetzt auch Spielwette schon mit bei DSA 5 relativ früh für namenlose Geweihte hatte. Ja. Das war schön. Das war mir persönlich auch damals wichtig, wo ich gesagt habe, naja, wir brauchen ja irgendwas zum Wegumpfen. Ach, nehmen wir die. Es Naja. wurde auch vorhin noch mal geschrieben, dass doch eigentlich nur Götter, die in Alvaran leben, eigentlich Karma spenden Genau. können. Das war mal so, das ist richtig. Also es gab mal diese, wobei, das ist auch so eine Sache, das gilt für Aventurien, ja. Für andere Regionen gilt das nicht zwingend. Aber ja, das ist auch nicht mehr so eingeschränkt heutzutage. Sternfall sei Dank. Sternenfall sei Dank. Ja, da ändert sich Ja, einiges in Alvaran. da gibt es inzwischen Möglichkeiten. Frolla sagt aber, Praios bedeutet halt Gerechtigkeit und der Namenlose wohl eher nicht. Ja, würde ich zustimmen, aber war das vielleicht mal anders? Wir Ja. wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen wäre es gut, wenn es mehr über sowas gäbe. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel man sich gar nicht festlegt, wie das damals in Alvaran gelaufen ist oder so, sondern aber ja, indem man Varianten anbietet, das vielleicht komplett offen lässt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man den Namenlosen quasi so zum modularen Schurken ja, nach Belieben machen kann. Also das ist quasi, einem werden mehrere Varianten angeboten, wie es denn, ich weiß, es ist ketzerisch für DSA, aber einem werden mehrere Varianten angeboten, wie es sich denn wohl verhalten könnte. Und man sucht sich für seine heimische Runde die aus, die einem am besten zusagt. Die drei Perdona-Romane von Mairi sind da sehr, sehr, sehr spannend. Und Ja, da sie da. halt eben auch über Perdona sind, ganz unweigerlich auch ganz viel über das Namenlose und rundherum, das kann ich sehr empfehlen, wenn man da ein bisschen Das in die, in die, in die, ins Detail gehen möchte. Ganz spannend. Namenlose bei den Elfen auch als das Dasa bekannt. Ja, da geht einiges in den Romanen, das ist definitiv so. Ich stelle fest, dass wir beide sehr aufgeschlossen sind dem Namenlosen gegenüber. Das hast du gut erkannt. Ja. Und dass wir beide so eine gewisse Begeisterung für gut gekleidete Kultisten haben in Purpur und Gold, die so einen sinistren Touch haben. Also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Wir hängen beide so ein bisschen an der Theorie, dass es hinter dem Namenlosen mehr stecken könnte als ein Stumpfbösewicht, sondern dass der vielleicht tatsächlich irgendwie Beef mit den 12 Göttern hatte, der über das hinausgeht, wie ich will aber alles anders haben, als ihr es gemacht habt. Ich glaube das, ja. Ich bin da ziemlich von überzeugt. Ja, und uns mehr wünschen tatsächlich über ihn Ja, gerne mehr. und mit ihm.
Das können wir auf jeden Fall festhalten. Im Stream einen Kult gründen. Ja, das hatte ich überlegt. Das war mein ursprüngliches Konzept für diesen Abend. Also ich war mal bei einem sehr guten Kabarettisten, der über den Islam gesprochen hat, vor Jahren. Und der hat das auch so gestaltet, dass er quasi, am Anfang waren wir noch GästInnen in seiner Show. Dann irgendwann waren wir dann auch hoffnungsfrohe Glaubensgeschwister. Und irgendwann später waren wir dann Brüder, Schwester und andere im Glauben. Also wir wurden immer mehr eingebunden in diese Show. So hatte ich das ursprünglich auch mal mir gedacht. Aber ich dachte mir, wenn hier jemand aus Versehen reinschaltet, ja. Und dann predigen wir hier. Wir preisen seinen Namen, den wir nicht kennen. Einen fiktiven Kult, ja, aus einem Fantasy-Spiel. Es gibt wieder nur Ärger, ja. Oder die Leute verstehen nicht so ganz, was hier passiert. Also nicht, dass es mit dem Talk jetzt besser gewesen ist, wenn man hier reingeschaltet hat und wirklich überhaupt keine Ahnung hat von DSA und sich denkt, worüber reden die da? Aber dafür ist es ja auch genau gedacht. Hier gibt es den Deep Lore Dive, den man in DSA haben kann. Also, und wie gesagt, wenn ihr was Deep nicht Lore versteht, Dive, ja. Fragt super gerne. Wir helfen gerne aus, der Chat hilft gerne aus. Aber hier nehmen wir keine Rücksicht darauf, dass jemand irgendwas nicht wissen könnte oder so. Wir wissen auch Sachen nicht, aber Ja, aber der DSA Talk Dienstag ist echt dafür da. Dass wir so richtig abnörden. Fürs Abnörden. So richtiges Deep Lore abnörden. Das finde ich sehr gut, das Deep Lore. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank. Habt einen super Abend und preiset den Güldenen. Ja, preiset den Güldenen. Und bis dann. Bye, bye.